Hi Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Ich melde mich endlich zurück. Die Sommerakademie ist vorbei und ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Luft und ein bisschen Zeit, Videos zu drehen. Dieses Mal habe ich einen Bookhaul für euch. Ich stelle euch die Bücher vor, die neu bei mir eingezogen sind. Und die Besonderheit ist, dass ich keines dieser Bücher selbst gekauft habe. Vorstellen will ich euch 5 Bücher und 3 Notizbücher bzw. Planer, die ich für die Arbeit besprochen habe. Und wir springen mal direkt rein. Das ist das Debüt von Ursula Hochstetter, heute bekannt unter Ulla Blum. Das ist ein Lyrikband, damals bei Surkamp erschienen, das ist schon eine ganze Weile her. Den habe ich blind mitgenommen. Ich war nämlich neulich im Frankfurter Nordend unterwegs und da gab es einen Bücherschrank, in dem fantastische Bücher drin waren. Ich habe gerade, das muss ich dazu sagen, mein Budget runtergeschraubt und mir vorgenommen, dass ich erstmal Bücher lesen werde, die hier hinten im Regal stehen. Da sind nämlich sehr viele Bücher drin, tolle Bücher, die ich mir irgendwann gekauft habe und noch nicht gelesen habe, weil ich nicht dazu gekommen bin oder weil ich neue Bücher anschaffe, die ich dann eher lese. Und deswegen dachte ich, mal einen Gürtel ein bisschen enger schnallen und erstmal das lesen, was ich habe. Aber, wie gesagt, nicht zählt, was man geschenkt bekommt. Und da war Ursula Hochstetter dabei. Ich lese gern Lyrik, ich lese auch relativ viel Lyrik wahrscheinlich. Hochstetter kannte ich jetzt noch nicht, aber habe es mal einfach mitgenommen und bei Lyrik kann man selten was verkehrt machen. Dann habe ich aus diesem Bücherschrank noch 2 weitere Bücher mitgenommen, nämlich Luis Rufato, Es waren viele Pferde. Da sind Erzählungen drin und es gibt hier vorne auch noch eine Widmung, was ganz witzig ist. Ist mir aber erst zu Hause aufgefallen, warum man so ein Buch weggibt, weiß ich nicht. Rufato ist ja Brasilianer und ist ein bisschen bekannt dafür, dass er total abgedrehte Geschichten schreibt, die wahrscheinlich auch nicht jedermanns Fall sind, weil sie so verrückt sind. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum der Besitzer dieses Buch abgeben wollte. Auch unglaublich, dass man das aus seinem Bücherschrank entfernt, nämlich von der anderen Bibliothek. Haben wir von Isaac Bashevis-Singer, den ich sehr schätze, auch wenn ich nur ganz, ganz wenig von ihm kenne. Also der jüdisch-polnische Autor, der in die USA emigriert ist, der einzige Literat jiddischer Sprache, der den Literaturnobelpreis erhalten hat. Von dem ist als Band 21, glaube ich, der in der anderen Bibliothek, sind diese Erzählungen erschienen. Es ist natürlich wahnsinnig toll hergestellt und ich freue mich sehr, sehr aufs Lesen. Ich habe noch weitere Bücher von Singer hier, die ich aber nie zu Ende gelesen habe. Ja, auch wenn der Autor mir sehr gefällt. Und das ist jetzt der unmittelbare Grund, mich näher damit zu beschäftigen. So, dann gibt es ein Geschenk, das hat mir ein Freund geschenkt, die Himmelsscheibe von Nebra, die ist in Halle, wie vielleicht einige wissen, zu besichtigen im Museum. Das habe ich auch schon getan und er war mit und das war auch der Grund, es ist jetzt schon ein bisschen her, dieses Buch rausgekommen. Ich glaube, letztes Jahr war das und es wurde, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Es geht um menschliche Geschichte, Vorgeschichte, Frühgeschichte. Und da lasse ich mich einfach mal überraschen. Also, ich versuche ja nach wie vor Ratgeber, Fachbücher, Sachbücher, Belletristik im Wechsel zu lesen, einigermaßen fair verteilt. Ganz ehrlich zu sein, kippt das nach Stimmung dann doch häufiger mal mehr ins Belletristische. Aber wie wir alle bin ich natürlich auch so ein bisschen Stimmungsleser und dann darf das auch schon mal sein. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht hier
mich auch über Sachbücher freue. Es ist einfach viel schwieriger, gute Sachbücher zu finden, als gute Belletristik zu finden. Ich kannte den Autor noch nicht. Ich weiß aber, dass es eine Satire ist auf die chinesische Politik. Das ist so ein Hauch Dystopie oder ein bisschen viel Hauch Dystopie, der hier durchwert. Der Autor Ma Jian. Der Autor Ma Jian ist in London, im Exil lebt er mittlerweile. Und von da aus lässt es natürlich besser kritisch schreiben als aus China. Ja, das sind die Bücher, die ich euch, wenn ich sie gelesen habe, auch näher noch vorstellen werde. Ich halte nicht so viel davon, jetzt so ins Blaue zu philosophieren und zu spekulieren. Interessanter ist es, wenn ich das dann vielleicht in einem Lesemonat oder in einem Bücherbattle zusammenpacke. Und dasselbe gilt auch für diese drei Planer, die ich euch in einem eigenen Video noch vorstellen will. Das ist nämlich eine sehr praktische Sache. Da hatte ich auch das Glück, dass ich die für die Arbeit vorstellen konnte. Das ist einmal von YouChamp, ein Erfolgsplaner bzw. Achtsamkeitsplaner. Dann das Erfolgsjournal von 2190. Das mir von der Optik wahnsinnig gut gefällt. Und ob es das alles halten kann, das seht ihr dann in einem eigenen Video. Und dann auch sehr schön von Klarheit. Also das sind drei Planer, die ich euch noch im Einzelnen vorstellen will. Aber wie gesagt, nicht in diesem Video. Das war's schon mit diesem Video. Mich würde wie immer interessieren, was ihr für neue Bücher euch angeschafft habt, ob ihr Tipps habt, Sachen, die ich unbedingt lesen muss, die ich mal vorstellen soll. Schickt mir eure Kommentare zu den Büchern, die ich hier vorgestellt habe. Vielleicht kennt ihr schon was, vielleicht könnt ihr sagen, Finger weg. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.